Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Sbor, wo wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein Haus entwerfen werden. Denn wir brauchen natürlich auch ein bisschen Bevölkerung, um hier ne, ein bisschen ranzuklatschen. So, jetzt ist die Frage, wie sieht ein Haus aus? Grundsätzlich weiß ich, wie ein Haus aussieht. Die Frage ist jetzt Wohnungsbau. Ach, ey, wir können hier, wir haben schon wieder viel zu viele Optionen, Leute. Wir haben viel zu viele Optionen. Oh boy, ich glaube, wir bleiben aber etwas simpler. Einfach, weil uns die Zeit fehlt, jetzt hier ewig lang irgendwas zu machen. Aber das ist schon mal ein ziemlich, ziemlich gutes Fundament, muss ich gestehen. Das gefällt mir gut. Ich glaube, dabei bleiben wir auch. Mann, nein, so dick muss es nicht sein. Hier da oben können wir es noch ausfahren lassen, so ein bisschen. Ja, nö, hoch muss es auch nicht sein. So ungefähr. Ich glaube, so ein kleines, feines Haus hier ist ja schon ganz nett. Okay, möchte das hier noch irgendeine Kugel irgendwo dran haben? Möchte da oben drauf? Nein, 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 brauche es eigentlich nicht. Brauche es eigentlich nicht. Wir könnten hier natürlich so ein zweistöckiges Dings machen. Hätte auch irgendwas. Hätte auch tatsächlich irgendetwas. Können noch das hier drauf machen. Und dann darauf nochmal ein Dach. Was haltet ihr denn davon? Das hier so perfekt abschließt. Dann haben wir so ein bisschen Variation hier drin. Ah, muss schon etwas größer sein. Nicht allzu groß. Das soll ja nicht größer als das Rathaus sein hier. So ungefähr, ne? So, dann haben wir halt so ein bisschen Variation drin. Das finde ich eigentlich ganz nett. Finde ich eigentlich echt ganz nett. Okay. Ein Dächle. Was für ein Dach sollte denn die freie Bevölkerung hier bei uns haben? Ein Runddach. Einfach so ein schnickes Runddach oder... Nee, ist eigentlich etwas zu langweilig, ne? Ich meine, wir sind ja generell ein netter Clan. Wir sind ja generell nett, wir sind freundlich und ich finde, unsere Häuser dürften das auch eigentlich widerspiegeln, dass wir... Ja, freundlich sind. Okay, ein Dach muss jetzt nicht so unfassbar extrem sein. Ja, doch, so lässt sich sehen. Es ist ein kleines, feines Haus. Bin ich zufrieden mit. Bin ich sehr zufrieden mit. Ja, ist das ein Schornstein oder was ist das? Ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal als Schornstein missbrauchen. So ungefähr. Oh, jawohl. Kann man hier natürlich noch ein bisschen ausfahren. Das ist schön für den Schornstein. Ganz so breit muss es jetzt nicht sein. Aha, da fahren wir es ein bisschen ein. Wunderbar. Genau so finde ich es eigentlich gut. Ja, doch. So, ein kleiner Schornstein. Vielleicht müsste vielleicht noch ein bisschen tiefer. Nein, ein bisschen tiefer müsstest du nur noch. Ich kann dich nicht viel tiefer machen. So, oder ich muss dich halt so ein bisschen... Nein, hiermit noch so ein bisschen ausfahren lassen. Ja, so, so ist gut. So ist gut. Okay, vielleicht noch ein bisschen ausfahren lassen. Kann ich nicht. Okay. Aber so ist eigentlich schon ganz gut. So ist eigentlich schon echt ganz gut. Okay. So, wir drehen den ganzen Bums mal so ein bisschen. So. Jetzt ist die Frage, wo wir eine Tür ranpacken. Wo ist denn hier eigentlich vorne? Ich habe keine Ahnung. Und was für eine Tür wir ranpacken? Ich hätte gerne Variation eigentlich da drin, aber ich glaube, wir können nur eine Art von Haus machen und das wird dann einfach so bleiben. Wir sind ja eine schöne Stadt. Ich meine, wir haben Dinge. Wir haben so schöne Schulterblätter, wir haben ne, futuristische Augen. Das ist etwas too much hier eigentlich. Wäre schon sowas hier ganz in Ordnung. Da fährt es sich ein bisschen aus, obwohl die Tür etwas zu wuchtig ist für das kleine Ding. Ich könnte es natürlich kleiner machen. Ach je. Nee, dann schon wieder einfahren. So sieht das eigentlich schon ganz nett aus. Und so dazwischen. So ungefähr, ne? Ja, die Tür, kann ich die nicht weiter da reinmachen? Es ist ja nur eine kleine Tür. Die muss ja jetzt nur nicht ganz so breit sein. Also so weit rausstehen, meine ich. Schade, ich kann ihn nicht weiter da reinpacken. Okay, dann ist das halt so. Dann ist das halt so, da müssen wir jetzt mit klarkommen. So ungefähr. Okay. Gepflastertes Tor. Ich glaube, das gepflasterte Tor finde ich noch etwas schöner. Finde ich das noch etwas schöner? Finde ich definitiv etwas schöner. Ja, das passt etwas besser hierzu. Okay. Das kann auch hier ruhig bis nach oben hingehen. Ja, nee, das finde ich eigentlich ganz nett. Ist doch süß. So, alles klärchen. Dann haben wir jetzt hier noch ein Fenster. Fenster braucht das Ding natürlich auch. Und ein schönes Fenster wäre zum Beispiel so ein Ding hier. So, ob es wirklich schön ist, weiß ich nicht. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Muss natürlich hier auch etwas kleiner sein. Mal so weit ausgefahren muss es nicht sein. Könnte ich auch drei haben. Ja, doch. Hat jetzt dort ein Fenster und dann kriegt es noch, weil es ein nettes Haus ist. Oder weil ich ein netter Hausbauer bin, kriegt es dort noch ein Fenster. Aber da sind nur zwei Dinge ausgefahren statt drei. Einfach damit es so ein bisschen Variation hat. Okay, schön. Machen wir weiter. Was gibt's hier?
Ah, guck mal, schönen Blumenkästen hier vorne noch. Ein Wunschbrunnen. Nette Sache, das. Okay, was zur Hölle? Das ist etwas too much. Nee, da bleiben wir doch lieber etwas kleiner. Ein kleiner Wunschbrunnen hier vorm Haus. Ach, wie nett. Ja, gerne. Gerne, gerne, gerne. So, Steinwall. Oh, wir könnten hier einen Wall drum setzen. Oh, was? Oh, was? Oh, das möchte ich eigentlich. Ich möchte um meine Häuser so einen kleinen Wall. Finde ich voll cool. Aber ich glaube dann nicht so ein Steinwall, sondern so ein Ding hier. Nur die Frage, ob man da mehrere von nebeneinander setzen kann. Kann man das? Ohne dass es kacke aussieht? Probieren wir jetzt einfach mal. Portal? Nein, nein, nein. Der Ausguck finde ich schon ganz nice. So, ich hatte das hier ganz ausgefahren. So und hier ganz ausgefahren. Ne, hier hatte ich so ganz eingefahren. Ja, ich muss es halt irgendwie dann rund kriegen. Das ist etwas frickelig. Ja, nee, so ist schon richtig. Wenn, dann müsste ich es halt hier etwas platter kriegen. So, und dann den hier genau reinstellen. Also es ist machbar, es ist aber unglaublich fummelig. Bin mir nicht ganz sicher, ob das hier wirklich zielführend ist, was ich hier tue. Also ich glaube, richtig, richtig rund werden wir es nicht kriegen. Ich kann jetzt einfach nochmal ein, zwei dran machen, um zu gucken, ob es denn irgendwie was werden könnte. So, hier war das, ist ja Wurst, wie es da ist. Das muss ich gleich anpassen. So ungefähr. Okay, wir packen das hier erstmal hier so dran, 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 dran und dann gucken wir mal, wie es wird. So, den hier könnte ich ja hier noch so ein bisschen drehen eigentlich. Der muss ja einen gleichen Abstand bewahren. So ungefähr, genau. Das weiter rein. So. Dann muss er hier auch wieder zackig und gedreht werden. So. Da wieder etwas rein. Der hier müsste eigentlich noch etwas weiter nach außen. So, genau. Ah, also es geht nicht so hundertprozentig. Es geht leider nicht so hundertprozentig auf. Ja. So eine Halbmauer drum. Es sieht schon irgendwie schmuck aus. Pass auf, jetzt habe ich ja schon einmal angefangen. Jetzt könnte ich eigentlich auch eben zu Ende machen. So. Einfach, weil es schnieke aussieht, finde ich. Sieht tatsächlich relativ schnieke aus. So. Das muss natürlich dann auch richtig gedreht werden. Jetzt ist die Frage, was wir mit dem Brunnen machen. Ob wir den da noch irgendwie reinkriegen oder nicht. Das weiß ich nicht so genau. Also es hat schon irgendwie was. Es hat schon echt irgendwie was. So eine kleine Halbmauer drumherum. Hat natürlich hier jetzt ordentlich gelitten. Irgendwo hier vorne mittendrin. Ich glaube, der hier, der hätte etwas weiter so gedreht werden müssen. Genau, da kann ich den hier auch etwas weiter so drehen. Ah, so ungefähr. Muss ja nur auch nicht perfekt sein. Wir sind ja keine Perfektionisten hier, ne? Oh, ungefähr. Ungefähr. Und dann könnten wir jetzt hier noch so ein kleines Türchen machen. Gibt es denn hier eigentlich ein Tor? Nein, du gibst mir Mauern, aber kein Tor. Das ist schade. Das ist echt schade. Fackeln finde ich ganz cool. Fackeln finde ich echt ganz cool. Kann ich mir denn irgendeine Form hier rausnehmen, was ein Tor sein könnte? Oh. Okay. Das könnte man tatsächlich machen. So als kleines Gartentürchen hier. Kleines Gartentürchen. So ungefähr. So. Ja, doch, warum eigentlich nicht? Kann man anbieten, das kann man anbieten. Das wird ja nichts allzu Großes. Mi, 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 mi. Jawohl, perfekt, perfekt, perfekt. Nein, es kann ruhig so flach bleiben. Es kann ruhig auch so bleiben. So ein bisschen türchenartig. Das hier müssten wir dann noch ein bisschen da reindrehen. Perfekt. So, dann geht es auch wirklich da rein. Jawohl, dann ist das Fenster dann natürlich etwas sinnlos. Dann machen wir das Fenster hier nach dort hinten. So. Ja, doch. Also ich meine, das könnte man anbieten. Das kann doch etwas größer sein. Doch, das kann man anbieten. Das gleiche jetzt noch auf der anderen Seite. Haben wir hier auch noch. Jawohl, zack dich. Und klein, 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 klein. Dran. Richtig drehen. Richtig hinstellen. Klein machen. Hoch machen. Und dann haben wir es hier vorne auch. Kleines, aber feines Türchen. Das hier müsste man dann noch ein bisschen zur Seite drehen, damit es hier ein bisschen besser abschließt. Perfekt. Gut, haben wir hinten auch einen kleinen Garten. Mit einem kleinen Brunnen. Okay, jetzt müssen wir nur irgendwas in den Garten reinstellen, tatsächlich. Hier haben wir auch noch ein bisschen Gedönse. Da beschäftigen wir uns mal später mit. Was können wir denn in den Garten reinstellen? Mal hier so, ja, doch, so einen kleinen Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus steht da draußen am Balkon. Ist zwar kein Kaktus, aber ist halt da.
Da hätte ich aber ganz gerne eigentlich noch so ein bisschen sowas hier. Ja, raste aus. Das ist eigentlich alles zu groß. Schade, das kann ich nicht so klein machen, dass es aussieht wie so ein kleines Vorbaute für so einen Blumentopf oder so. Geht leider nicht. Aber das hier könnte ich reinstellen. Das hier kann man auf jeden Fall machen. Ja, doch. Wenn ich das jetzt noch etwas kleiner mache. Das kann man auf jeden Fall anbieten. Guck mal, so einen kleinen Blumentopf unterm Fenster. Jetzt brauche ich das Fenster hier eigentlich auch nicht mehr. Dann könnte ich das ja auch hier vorne hin machen. Vielleicht. Ja, das ist natürlich super. Toll. Ah, Hilfe. Nein. Ich darf nicht das Gebäude verändern. Ja, doch. Genau das kann ich eigentlich jetzt auch auf der anderen Seite machen. Dann haben wir diese Fenster vorne drin. Cool. Cool. Das sieht gut aus. So, das hier muss ich hier einfahren. Genau. Und dann muss das hier noch so ein bisschen kleiner. So. Cool. Gefällt mir. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Mensch, ich bin hier echt halbe Ewigkeit. Picknickzelt. Oh, das muss in den Garten. Das muss definitiv in den Garten. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Nein, so groß muss es nicht. Die Mauer hier. Ich würde die gerne so etwas weiter machen hier vorne. Nicht die noch so ein bisschen nach hinten ziehen, einfach damit wir so ein bisschen mehr Platz haben. Kann ich tatsächlich noch so ein bisschen hinwursteln. So, die könnte ich dann auch etwas ungeradiger hier machen. Unkrummer. So ungefähr. Ein bisschen richtig drehen. Jawohl! Guck mal, da haben wir es doch. Den hier jetzt auch. Perfekt. Guck mal, da haben wir hier noch so einen kleinen Picknickding. Nett. Sehr, sehr nett. Vorne den Brunnen, hinten so ein Picknickding. Oder wir packen das Picknickding nach vorne, den Brunnen nach hinten. Bin ich mir noch unschlüssig, was jetzt schöner ist. Eigentlich ist man ja in seinem Garten, ne? Und eigentlich hat man auch keinen Brunnen vorm Haus. Je nachdem, wo ihr herkommt. Keine Ahnung. Ich habe keinen Brunnen vor meinem Haus. Ich habe eine Hauptstraße vor meinem Haus. Ist quasi das Gleiche, nur... ist quasi das Gleiche. Hauptstraße, wenn da irgendwann mal Regen fällt. Ne, wir haben zwar 30 Gullis auf einem Meter, aber da sind trotzdem immer alle verstopft. Dann kann ich da auch schön Wasser schöpfen. Eigentlich im Grunde dasselbe. Was ist das? Ach, Fledermäuse. Ich dachte schon, was fliegt denn jetzt hier durch die Gegend? Nee, Fledermäuse ist jetzt eher nicht so meins. Eine Lampe brauchen wir aber auch noch auf jeden Fall. Eine im Garten. Sieht die ausgefahren aus? Okay, das sieht aus wie so eine Straßenlampe. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt im Garten. das hier ist tatsächlich eine Straßenlaterne, aber die finde ich im Garten ganz nett. Ja, finde ich nett. Okay, so ist es eine Straßenlaterne. Aber sowas Kleines, was hier im Garten leuchtet. Ich finde ich noch, ja doch, finde ich schön. Könnten wir dann eigentlich auch vorne hinpacken. Oder wir machen einfach so eine Lichtkugel hier vorne hin. Nee, finde ich nicht schön. Machen wir doch hier so eine Gartenlaterne oder eine Fackel. Die fand ich schon eigentlich am besten. Können wir hier auch noch vielleicht ganz gut zwischenquetschen? Kriegen wir die da noch irgendwie zwischengequetscht? Nein, nicht das Haus verschieben. Ja, kriegen wir. Doch, das hat irgendwie was Artistisches. Nee, finde ich nett. Finde ich definitiv nett. Ich denke, das ist unser kleines, aber feines Haus. Ich hoffe, es gefällt euch. Balkon. Habe ich vergessen. Brauchen wir aber, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, wir brauchen keinen Balkon. Ich wüsste auch nicht, was wir hier jetzt noch groß hinmachen sollten. Nee, komm, wir übertreiben es jetzt mal auch nicht. Wir übertreiben es jetzt mal nicht. Vielleicht so ein bisschen. Ja, noch ein Balkon hier vorne hin. Es sieht schon schmuck aus. Pass auf, an einer Seite könnte hier noch ein Balkon sein. An einer Seite ist die Lampe, an der anderen Seite ist der Balkon. Genau, das sieht doch schön aus, oder Leute? Es sieht doch schön aus. Ich brauche Bestätigung, bitte. Jetzt. Nett. Also, ja. Ich finde es einfach. Das ist einfach. Bequem. Ja, bequem. Bequem. Liusus Maximus. Bequem. Liusus Maximus. Beschreibung. Bequem. Ne? Auge after. Ja, komm, das ist ein Haus, Komma, Bude. Das ist eine Hausbude. Bequem. Bequemilusus Maximus. Meine Güte.
Ihr dürft auch nicht in mein Gehirn reingucken. Das sieht da einfach nicht gut drin aus. Ja, jetzt macht natürlich die Farbe die Musik. Wie möchten wir das denn Ganze verziert haben? Also sowas Städtisches wird es eher nicht. Es wird kein Spaßhaus, es wird aber auch jetzt keine Fabrik. Es muss irgendwie so ein Mittelding sein. Es wird nichts allzu Futuristisches. Es muss halt schon irgendwie wohnlich aussehen, es soll gemütlich aussehen. Ja, wäre das hier eigentlich schon ganz nett, ne? Das passt auch ganz gut zum Rathaus, das Design. Merken wir uns mal, zweite Seite rechts unten. Das sieht auch noch ganz gut aus. Das finde ich auch, das hat so was Schlichtes an sich, so was Schlichtes, Wohnliches irgendwie. Na, ist alles zu hell. Nein, nö. Nee, auf keinen Fall. Ja, es ist mir etwas zu mähig. Das hat auch was Feines. Da kommen vor allem die Mauern schön zur Geltung. Finde ich nett. Finde ich auch nett, ja, doch. Was haben wir hier noch? Nein. Und nein. Okay, gut. Also das hier stand zur Auswahl. Oder zweite Seite irgendwie irgendwas hier so. Hier genau, da finde ich das andere aber, glaube ich, etwas besser. Ja, ich denke mal, wir werden... Wo war denn das jetzt, was ich nehmen wollte? Das hier. Ich denke, wir werden das hier nehmen. Finde ich als Haus eigentlich ganz nett. Gut. Damit wäre das Haus abgeschlossen. Machen jetzt auch nicht mehr allzu viele Details da dran. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 16 Minuten. Wir sind ja echt nur am Bauen. Nur am Machen und Tun. Und jetzt können wir tatsächlich auch ein Haus hier hinsetzen. Dahin. Zack dich. Guck mal, schön. Wir können es tatsächlich jetzt auch noch richtig drehen. Einfach, damit die Mauer vielleicht so nach außen ist und das Innere oder so. Keine Ahnung. Schön, wir können es richtig drehen. Finde ich cool. Haben wir gut gemacht. Haben wir definitiv gut gemacht. Okay, wir wollten aber gerne noch eine Stadt konvertieren. Ich denke, dafür werden wir jetzt vielleicht noch... wir können jetzt noch ein Freundenhaus, aber ich glaube, das machen wir später. Ein Geschütz. Wir brauchen definitiv Geschütze. Die sind zwar teuer, aber wir brauchen welche, falls wir angegriffen werden. Brauchen wir definitiv Geschütze. So, jetzt haben wir ein paar Geschütze geballert. Wir werden jetzt noch ein paar Wasserfahrzeuge machen. Und zwar zack dich. Und noch eine Reifendinger. So, genau. Okay, und jetzt machen wir nochmal einen Angriff auf die, oh, wir müssen hier auf OK gehen. Okay, gut, jetzt machen wir nochmal einen Angriff, würde ich sagen, oder? Zack dich. Ihr seid überhaupt gar nicht Full Life, ihr beiden. Ihr hielt euch aber gerade so ein bisschen. Die Boote sind Full Life, soweit ich das sehen kann. Haben wir denn noch weitere Boote? Ne, das sind zwei Boote, vier Dinger, passt gut. Passt ziemlich gut. Ihr könnt mal eher auf Wartehaltung bleiben. Oh, das hielt das langsam. Okay, wir müssen noch einen Moment ausharren. So, kriegen wir denn genug Money hier raus eigentlich? Wir kriegen tatsächlich Plus. Wir kriegen tatsächlich echt Plus hier raus. Wir müssen natürlich auch noch eine Fabrik bauen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd, jetzt eine Fabrik zu bauen. Aber ich möchte jetzt nicht schon wieder was bauen. Ich glaube, den Rest der Folge werden wir jetzt einfach mal hier ein bisschen rumdörpen. Ja, bewege verletztes Fahrzeug zur Stadt. Ja, ihr seid doch schon in der Stadt quasi. Leute, näher geht nicht. Mehr heilen geht nicht. Heilt euch mal etwas schneller. Wir wollen angreifen. Wir wollen nämlich hier vorne diese Leute hier wieder angreifen. Können wir denn mit denen kommunizieren? Kontakt. Wir haben stundenlang darüber meditiert, ob du Freund oder Feind bist, können uns aber nicht entscheiden. Was brauchst du? Vielleicht sollten wir denen noch ein Geschenk machen? Nun, was kannst du uns geben? Also, wir sind mal Gönner. 2000. Tja, ich habe mich auf die Freundlichkeit von Fremden verlassen, mit Vergnügen. Hat es irgendetwas gebracht? Ein Geschenk überreichen. Nun, was kannst du uns geben? Vergiss es. Keine Ahnung. Kontakt. Wir können einfach mal so labern. Unser Volk bewundert deine riesigen Ländereien. Deine Worte beweisen weise. Was? Jede Nation mit mehreren Städten erscheint in deinem Kommunikationsmenü. Wenn du die Maus über das Symbol einer Nation bewegst, siehst du den Stand der... Kannst du mal die Schnauze halten? Siehst du den Stand der aktuellen Beziehung? Kannst die Gründe für ihre derzeitige Einstellung einsehen oder mit deinem Kommunikationssystem Kontakt aufnehmen? Okay. Wunderbar. Aha. Schöne Sache das. Alles schön. Wir wollen dieses Bündnis schließlich nicht gefährden. Was? Es wird Zeit, dass du uns respektierst. Wir verlangen 3100 Euro. Du bekommst das Geld, aber nur über unsere Leiche. 3000? Nein, du bekommst das Geld nur über unsere Leiche. Wir sind nicht sehr erfreut. Du verschwendest deinen Atem. So nicht. Freund, 3000, das ist mein ganzes Vermögen. Verarschen? Jetzt geht hier erstmal das Konvertieren los. So, wir werden, können wir noch ein Auto eigentlich machen? Jawohl. Wir haben jetzt 5 Autos. Wir werden jetzt da hinfahren und den Bums konvertieren. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Let's go. Konvertieren. Angriff. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit unserer Flotte hier vorne. Und wenn alles von uns drauf geht, wir kriegen ja nur echt ordentlich Geld irgendwie, das konvertieren wir jetzt auch.
Let's go. Let's go, let's go, let's go. Wir brauchen definitiv ein paar Freundesgebäude bei uns. Einfach damit wir die Zufriedenheit hochhalten, falls wir selber mal angegriffen werden. Das kann nämlich, glaube ich, auch passieren. So. Oh, was ist das denn? Oh, oh. Die Echse macht aber jetzt nicht unsere Fahrzeuge Matsche, oder? Och, du Kacke. Lass gut sein. Lass gut sein. So. Da versuchen wir den Bums hier mal zu konvertieren. Let's go. Let's go. Let's go. Schaffen wir es, ist die Frage. Schaffen wir das? Es geht ja ziemlich gut voran eigentlich. Es geht ziemlich, ziemlich gut voran. Wir haben aber schon ein Fahrzeug quasi fast verloren. Wir haben ein Fahrzeug verloren. Oh je. Oh je. Kann ich jetzt ganz schnell noch neue Fahrzeuge machen? Ich meine, wir haben ja genug Knete. Können wir jetzt hier noch ganz schnell zwei neue Fahrzeuge machen und dahin schicken. So, zack dich hin, 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 hin. Und weiter konvertieren. Ja, ich denke aber, das könnten wir mit den Fahrzeugen schon schaffen. Wir haben jetzt schon wieder ein Fahrzeug fast verloren. Oh oh. Und gleich ist es weg. Aber das könnten wir schaffen. Wir werden diese Stadt konvertieren. Koste es, was es wolle. Na los! Beugt euch den schnurrbärtigen Meistern! Beugt euch! Ja! Komm, ich brauche wenigstens noch ein Erfolgserlebnis in dieser Folge. Haben es jetzt fast geschafft. Was sind mit den anderen Fahrzeugen? Die sind fast da, die sind fast da. Wir haben es fast geschafft. Komm schon, die freien Gebäude sind quasi tot. Jawohl! Yes, yes! Oh, bewundert meine Zahnräder auf unseren Hüften. Oh. Wenkt. Wenkt die Fahne. Schwenkt die Fahne. Und eure Gebäude werden zu meinen Gebäuden. Nice, du hast diese religiöse Stadt zu deiner Religion konvertiert. Sie bleibt eine religiöse Stadt. Okidoki, du führst jetzt Krieg gegen die blaue Nation. Ach du Kacke. Man kann das Vieh mal bitte meine Fahrzeuge in Ruhe lassen? Könnt ihr bitte mal alle hier zurückgehen wieder? Kann ich euch irgendwie alle zusammen zurückrufen? Okay, cool. Hat meine Autos komplett zerlegt. Ich würde gerne zurück zu meiner Stadt und mich ein bisschen heilen. Ich weiß nicht, ob ich mich auch in der anderen Stadt heilen kann hier vorne. Keine Ahnung. Du heilst dich tatsächlich hier drin. Okay, never mind. Alles easy. So, schöne Sache das. Schöne Sache das. Was haben wir denn Neues bekommen eigentlich? Ich würde gerne noch ein paar Fahrzeuge, ein paar Schiffe bauen. Und ich würde sagen, das soll es auch für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir ein Freudenhaus bauen, eine Fabrik bauen und dann ein bisschen weiter konvertieren. Wir müssen mal ganz kurz hier Kommunikation öffnen. Die Welt muss sich dem einen wahren Glauben vereinen. Ach ja, das hatten wir ja schon so häufig in der Vergangenheit. Du wirst die Wahrheit lernen, wie alle anderen vor dir auch. Verzeihung, was hast du gesagt? Du hast dich gegen uns gestellt und einen Krieg gegen unser Volk begonnen. Ich habe gar nichts gemacht. Ihr seid doch gekommen. Das werden wir nicht hinnehmen. Bereite dich auf einen Krieg vor. Unser Volk bewundert deine riesigen Ländereien. Okay, pass auf. Wir versuchen mal ein bisschen zu schmeicheln. Deine Worte beweisen große Weisheit. Pass auf dich auf. Jawohl, wir können ein bisschen. Deine Volk. Komm, wir machen mal ein bisschen Smalltalk hier. Und geben dem dann noch ein Geschenk. Ich will ja jetzt keinen Krieg oder so. Da, guck mal, Chris, 2000 Ocken. Wir begrüßen deine Bemühungen um Verbesserung unserer Beziehung. Mit Vergnügen. Jawohl, easy. Guck mal, die sind zwar immer noch mies drauf, aber wir können die, glaube ich, ein bisschen, ne? Guck mal, dein großzügiges Geschenk, deine Auszeichnung. Plus 10, plus 14. Pass auf, wir machen nochmal ein Geschenk. Nimmst du es an? Pass auf, wir schwenden den jetzt nochmal 2000. Zack dich. Und ja, 24. Wir sind immer noch nicht ganz koscher, aber es funktioniert schon irgendwie. Ich würde nämlich gerne eigentlich noch ein paar mehr Minen einnehmen. Kann ich die Stadt da vorne eigentlich auch managen? Sorry, ich bin ja eigentlich fertig. Ja, ich kann tatsächlich auch alles machen. Ich kann tatsächlich auch alles machen von hier aus dann managen. Interessant. Ich glaube, das wird noch relativ happig. Ach du Kacke, wir müssen hier halt alle 12 einnehmen. Oh boy, wir müssen hier alle 12 einnehmen. Okay. Wir sollen dann vielleicht eine defensive Stadt machen. Und irgendwie muss dieses Vieh hier vorne sterben. Eine defensive Stadt machen, wo wir ein paar Fahrzeuge uns holen, die wir eben so ein bisschen mit Kampf ausstatten und so ein Bums. Was habt ihr denn hier schon für Gebäude eigentlich? Sag ich mal, du hast normale Häuser. Ach ja, die habt ihr jetzt noch gar nicht. Aber du hast tatsächlich von deiner alten Stadt noch ein Freudenshaus. Einfach, weil wir das von uns noch nicht designt haben. Okay, okay. Interessant. Was heißt das für ein Symbol? Werden wir wahrscheinlich später noch alles lernen. Die Stadt ist ja nur etwas weiter als wir. Oh, was zur Hölle geht hier ab? Die Lümmel greifen den Bums hier an. Nein, bitte nicht. Da kaufen wir mal direkt mal zwei Schiffe und dann gib ihm. So nicht. Die konvertieren mein Dingsbums hier. Macht es tot. Konvertiert es! Das dauert mir etwas zu lange. Wir haben ja echt genug Knete. Da können wir vielleicht tatsächlich noch ein Schiff machen. Ich habe keine Ahnung, wie man das hier profitabel spielt. Ihr alle geht jetzt mal auf den da vorne. Ihr alle müsst ihn wegmachen. Los. Ihr habt ja auch echt ordentlich Leben, muss ich sagen.
Komm, wir sind schon bei 24 Minuten. Egal, 25 jetzt. Wir müssen das Ding wegmachen. Wir müssen das Ding wegmachen. Die gelbe Nation... Oh, die gelbe Nation ist... feiert und erwirtschaftet mehr Einkommen. Ja, das ist schön. Wir brauchen deine Truppen. Wirst du für uns kämpfen? Oder nee, deine Truppen brauchen wir nicht. Wir werden erstmal ein bisschen weise Worte hier verteilen. Wir sind ja nett. Wir sind ja freundlich, ne? Wir geben ja nicht aufs Maul. Vielleicht später noch. Später. Ja, das funktioniert aber. Den haben wir weggemacht. Jetzt müssen wir ihn noch wegmachen. Das scheint ganz gut zu gehen. Und das ist tatsächlich jetzt deren Dings. Oh nö. Das müssen wir mal direkt wieder einnehmen, nachdem wir ihn weggemacht haben. Ja, unsere Schiffflotte ist ganz gut aufgestellt. Unsere Fahrzeugflotte nicht so. Da geben wir uns mal ein, zwei. Was haben wir hier? Oh, das ist... Ist das fast tot? Oder muss ich jetzt ein Fahrzeug hinschicken, damit das wieder lebendiger wird? Oder... Nee, kann ich tatsächlich gar nicht. Ich könnte eins da rumschicken irgendwo. So, die haben das Ding echt eingenommen. Wieder hin. Blaue Nation. Nein, die Grüne braucht das. Die Grüne braucht es. Wir müssen Einfluss wahren. Da, jawohl. Nehmt es ein. Und das geht relativ fix. Komm, da warten wir nochmal ganz kurz drauf. Wenn wir das eingenommen haben, dann beende ich aber echt die Folge. Erobere alle Städte. Das ist das nächste Ziel. Ja, easy. Gar kein Problem. So, damit haben wir das jetzt hier auch eingenommen. Perfekt. Dann können wir einmal hier zurück, um uns mit den Verletzten ein bisschen zu heilen. Die Dinger da vorne machen ja absolut gar nichts. Bin einfach mal hier vorne hin. Boah, das Fahrzeug kann ich auch da vorne hin. Okay, in der nächsten Folge werden wir ein bisschen was designen. Werden dann versuchen, weiter Leute zu konvertieren. Also, was macht da vorne? Ich sehe da doch was Grünes. Versuchen, das hier einzunehmen. So nicht, Freunde. So nicht. Ihr dürft bitte alle einmal das Ding hier kaputt machen. Okay, also Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir den Boy da kaputt. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was genau hier abgeht. Ich versuche einfach irgendwie zu überleben. Aber erstmal werden wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen was bauen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.